dropping bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Gute Mitte Flow. Oh ja, Fraps ist hier. Und zwar heute mit dem Top 5 Clips of the Week, die ihr mir eingesendet habt. Falls ihr auch so krasse Clips habt, Leute, schickt es mir ein. Alles unten in der Beschreibung, die E-Mail-Adresse. Und ja, ich würde sagen, wir starten. So, Platz Nummer 5 geht an The Wrecking GTA 5. Und er sniped einfach mal einen Mate in seiner Hydra. Und das ist auf jeden Fall richtig krass. Und es ist ein verdienter Platz 5. Und ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall schon mal zu Platz Nummer 4. Das ist wieder auch ein GTA-Clip. Und zwar ist es Kevin Zacharias. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Aber er macht ja einen GTA 5 dann mit seinem T20, Leute. Und ich weiß nicht, ob es mit Absicht war oder ohne Absicht. Aber der Mate landet hier einfach auf so einer Werbetafel. Wie Glück muss man haben? Falls es mit Absicht war, hat er bestimmt viele Tries gebraucht. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Clip. Und zwar ist das ein COD-Clip. Dieser Clip ist vom Snaptix Clan und er macht hier einen 5-Mann-Feed mit seiner Schwerkampfstachel. Und Leute, das ist ein 0815-Abfucker in COD, Leute. So, der nächste Clip ist wieder auch ein COD-Clip und ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall dazu. Und zwar ist es eine Killchain mit der Sense und ihr könnt sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute oder sowas hat der gerade geholt, sogar 11, ich glaube. Zählt's nach, schreibt's unten in die Kommentare, ist auf jeden Fall richtig krass. Aber Leute, zu Platz 1 zu kommen. Dieser Platz 1 ist von Beast Gamer HD. So, gönnt euch diese ganze Kacke hier. Er zieht mit der Firebreak so viele Mann einfach. Es ist so unfassbar, Leute. Also, ich würde mich so aufregen in der Lobby. Gönnt euch, wie viele er sich einfach dort snackt. Und dann ist sein Firebreak zu Ende und das war's nicht. Er zieht einfach weiter. Er gönnt sich nochmal mehr Kills, mehr Kills, mehr Kills. Ist einfach unfassbar und richtig geil. So, Leute, das war's zu den 5 besten Clips, Leute, of the week. Ihr könnt mir auch solche Clips einsenden und zwar auf die E-Mail-Adresse, die ich euch jetzt hier einblende oder die ihr unten in der Beschreibung findet. Leute, ladet ein YouTube-Video hoch auf nicht gelistet und dann schickt es mir und Leute, schreibt einfach in die E-Mail, jo, das ist mein Video, du darfst es in deinem nächsten YouTube-Video verwenden und dann, wenn euer Clip gut genug ist, dann werdet ihr auf jeden Fall auch da aufgenommen und ihr kriegt einen kleinen Push, Leute, denn es ist so, alle Leute, die hier ihre Clips eingesendet haben, werden unten in der Beschreibung verlinkt. Ihr könnt diese Channel mal abchecken und falls sie euch ja gefallen, könnt ihr sie abonnieren. So Leute, jetzt nochmal zu einem ganz kleinen anderen Thema. Es ist so, bald habe ich die 30.000 Abonnenten erreicht. Es wird eine Roomtour geben, vielleicht auch Facecam. Mal schauen, auf jeden Fall, falls ihr sowas sehen wollt, so eine Roomtour und so ein Facecam-Shit. Und dann schreibt mal Hashtag 30k unten in die Kommentare, mal sehen, wie viele Leute da so gehypt sind. Außerdem, Leute, wenn ihr ein paar krasse GTA 5 und Knockouts benötigt, weil ihr gerade zu wenig Cash habt, weil so viele DLCs die nächsten Wochen kommen werden, dann, Leute, checkt doch mal unten den Link ab. Dort könnt ihr dann einfach draufgehen, alles ausfüllen, absenden und euer UA wird innerhalb von 1 bis 3 Tagen erledigt. So, Leute, ich werde dann somit raus. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Fraps. Ciao.